Wir legen hier vorblanchierten Würsing auf unsere Folie. Nun geben wir die fertige Kartoffelmasse gleichmäßig auf die Würsingblätter drauf. Und dann schlagen wir die Roulade ein. Einmal rechts und einmal links. Dazu vorsichtig einrollen und immer mal wieder drücken, dass die Roulade vor allen Dingen fest zusammenbleibt und nicht locker ist. Dann wird sie bei uns im Konvektomaten gedämpft. Nachdem die Roulade fertig gegart ist, geben Sie ganz kurz in die Pfanne, um die Roulade anzubraten und ihr ein bisschen Farbe zu geben. Hier kann man jetzt schön noch sehen, dass die Kartoffel sich braun färbt und einen wunderbaren Geschmack ergibt. Und fertig ist unser Hauptgericht, der Feldhase mit einer Kartoffelwürzingroulade, geflammter Pastinake und einer Rotkohl-Jü. Dazu die schwarze Walnuss. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.